bin der Martin Weber, seit 15 Jahren Bürgermeister der wunderschönen Marktgemeinde Tieschen. Mein Name ist Richard Haas. Anita Tschickerl. Ich bin der Michael Bachler. Mir liegt am Herzen, dass in meiner Gemeinde der Wegebau und sichere Straßen weiter forcieren. Dass es so weitergeht die nächste Periode mit unserer Kinder- und Jugendarbeit in Tieschen. Mir liegt am Herzen, dass in meiner Gemeinde die Jugend gefördert wird und die Jugend zusammengeführt wird und wieder besser unterstützt wird. Und dass der Sozialfonds wieder weiterhin genutzt wird von unseren Sozialbedürftigen in der Gemeinde. Dringend für uns wäre, dass unsere Volksschule und der Kindergarten in Tieschen bestehen bleibt. Die Jugend eben gefördert wird, denn die Jugend ist die Zukunft. Und dass die Nachmittagsbetreuung weiterhin fortgesetzt werden kann. Für die Zukunft der Gemeinde ist es wichtig, dass wir die Betriebsansiedlungen fördern, Jungunternehmen unterstützen und die Häuselbauer fördern. Dass unsere Teamarbeit weiterhin fortgesetzt wird. Ich arbeite gern für Tieschen, weil es meine Heimat ist, weil ich mich dort wohlfühle. Ich arbeite für das Bürgermeisterteam von Tieschen, weil die Teamarbeit hervorragend ist. Weil meine Familie, meine Freunde dort sind. Ich arbeite fürs Bürgermeisterteam, weil ich mit Kindern und Jugend sehr viel mache und es mir einfach Freude und Spaß macht, mit den Kindern und Jugendlichen in Tieschen zu arbeiten. Und weil wir den guten, bewährten Weg für Tieschen fortsetzen wollen, für ein zukunftsstarkes Tieschen. Heimat ist für mich mein Zuhause, hier bin ich geboren, fühle ich mich wohl. Heimat ist für mich dort, wo ich verwurzelt bin, wo ich meine Familie habe, wo ich arbeite. Der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich zu Hause bin, wo meine Familie, wo meine Freunde sind. Meine Idee für Tieschen wäre, dass das Sozialfonds weiterhin gut angenommen wird in Tieschen. Wir wollen Tieschen noch lebenswerter machen. Meine Idee für Tieschen ist, einen gemeinsamen Jugendraum für alle Jugendliche wieder aufleben zu lassen und die Jugend wieder zu verbinden. Im ehemaligen Tölkhaus haben wir das Projekt schon gestartet, damit wir unseren Ortskern beleben. Meine Idee ist, die Bevölkerung bestmöglich nach meinem Wissen und Gewissen zu unterstützen. Meine Stärke ist, dass ich Menschen begeistern kann, auch motivieren kann. Meine Stärke ist, dass ich über Parteigrenzen hinweg mit jedem gut kommunizieren und auskomme. Und auch in Graz für unser Tieschen aktiv sein kann. Meine Stärke ist, dass ich gut zuhören kann. Mit Herz und Verstand zum Erfolg, miteinander für ein zukunftsstarkes Tieschen.